Wählen gehen ist wichtig. Wählen gehen ist eine Gewissensentscheidung. Ich weiß nicht, ob Parteien uns noch vertreten können. Es ist doch vielleicht besser, parteilose Bürger zu wählen. Bürger aus Greifswald, die Politik für Bürger machen. Da wir auf der Montagsdemo sind, keine Montagsdemo ohne Handtuch Heiko. Moin, liebe 12.000. Ja, haben wir ein bisschen drauf gelauert, nur geht los. Wir haben ganz aufgewühlte Zeiten. Ihr spürt das in der Nachrichtenlage, in der Art, wie politisch berichtet wird, dass hier etwas mächtig am Kochen ist. So, und um das hier klarzustellen, um nicht gleich wieder in den falschen Rutsch zu kommen, eine klare Ansage: Egal wen es trifft, welche Partei, Schlägereien, Pöbeleien gegenüber solchen, die vielleicht auch noch ehrenamtlich oder wie auch immer auf der Straße Plakate kleben, dass die zusammengeschlagen werden, geht nicht. Deshalb von hier aus Genesungswünsche an den SPD-Politiker, an den SPD-Menschen. Wir stehen ja seit Jahren unter anderem deshalb hier, weil wir Frieden nach innen wie nach außen vertreten. Und es wäre unklug, etwas anderes zu fordern und etwas anderes zu machen. Aber was passiert im politischen Raum? Morgen findet auf Geheiß unserer Innenministerin eine Innenministerkonferenz der Länder statt. Man sucht nach Möglichkeiten, um die politische Einflussnahme zu verstärken, um noch mehr Druck auf den Kessel zu bringen. Und dazu wird die Exekutive bis zum Get-No ausgenutzt. Ich möchte all diesen Leuten, die dort morgen tagen, mit auf den Weg geben: Wo war euer sofortiges Handeln, euer Entschluss, als in Deutschland Kinder abgestochen wurden? Da hätte ich am nächsten Tag eine Ministerpräsidentenkonferenz oder eine Innenministerkonferenz erwartet, wo man sich hinsetzt und sagt, wie können wir dem begegnen? Oder der Martin aus Paderborn am selben Tag. Ja, das ist die selektive Wahrnehmung. Das ist das große Problem, dass hier immer alles politisch benutzt wird. So, und wir wollen das nicht. Wir wollen eine sachliche Berichterstattung. Wir wollen Aufklärung. Denn anders kann ja der Druck nicht aus dem Kessel entweichen. Wie soll diese Gesellschaft jemals wieder zusammenkommen, wenn nicht für alle die gleichen Rechte gelten sollen? Das kann nicht funktionieren. So, und Sie haben ja überhaupt nichts an Fähigkeiten entwickelt, einer Selbstkritik. Frau Göring-Eckert, sie hat das genießen dürfen, was Hunderttausende Deutsche in den letzten Jahren genießen durften, weil die Aktivisti sich auf der Straße geklebt haben. Ja, das war der Spruch schon früher: Wer nichts lernt, landet auf der Straße. Da sind sie auch im wahrsten Sinne des Wortes hingekommen. Und da gehören sie ja auch hin. So, und Frau Göring-Eckert ist nun der Meinung, dass ihr ein besonderes Unheil geschieht, dass sie ja als politische wichtige Persönlichkeit auf gar keinen Fall mit Menschen im ländlichen Raum, die sie mal soeben pauschal als Mob bezeichnet. Vielen Dank, Frau Göring-Eckert, ich bin Dorfkind, hab das in meiner Sammlung mit aufgenommen. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich hoffe, dass du mir irgendwann mal begegnest. Und es muss sein, dass diese Leute diesen Druck spüren. Es muss sein, dass Herr Habeck Angst hat, wenn er an den Strand kommt. Es muss sein, dass sie, wenn sie aus ihrer Blase in Kreuzberg in Berlin rauskommen und mal aufs flache Land nach Brandenburg, spüren, dass die Leute ihnen Druck machen.
dass sie sich diese Politik nicht gefallen lassen wollen. Das hat aber noch nichts mit Gewalt zu tun. Sie hätten ja die Möglichkeit, auf all das Einfluss zu nehmen, indem Sie Ihre Politik irgendwie mal reflektieren, hinterfragen, korrigieren, indem Sie dort mal sagen, warum ist dieses Volk mit mal so quer und auf Zack? Und ich halte Sie für klug genug, obwohl ich ein Urteil über Sie fälle, dass Sie das erkennen. Aber in dem Moment, wo Sie es aussprechen würden, bricht Ihr politisches Haus zusammen. Dann ist es das gewesen. Und deshalb wehren Sie sich mit allen Möglichkeiten, die Sie haben, mit dem kompletten Rechtsstaat, um unsere Demokratie zu schützen. Was ist denn unsere Demokratie bei einem Zustimmungswert für die Ampelregierung von unter 20%? Demokratie hat etwas zu tun mit Mehrheitswillen, der sich in der Politik wiederfinden soll. Findet nicht mehr statt. Frau Baerbock war jetzt in Australien und ich habe den Artikel dazu gelesen. Sie war dort und hat mit Weihrauch einem Eingeborenen ein altes Fischernetz und einen Stock übergeben. Einen Knüppel wurde geschrieben, den böse Missionare vor über 100 Jahren den Eingeborenen weggenommen haben und einfach nach Europa verschleppt haben. Leute, Drogen sind freigegeben, ich weiß es. Aber warum müssen wir uns solche Geschichten gefallen lassen? Und auf unsere Kosten? Und wenn man dann die Geschichte zu Ende liest, dann ist es noch perfider. Sie war ja schon vor Monaten einmal auf dem Weg, da ging das Flugzeug nicht. Da musste sie jetzt umdrehen. Der Knüppel und das Fischernetz waren aber schon längst im dortigen Museum. Das heißt, sie ist nur noch der guten Fotos und der guten PR wegen dorthin geflogen. Das heißt, auf Anfrage, dass die Bundesregierung geäußert hat, das also nichts von mir erfunden ist, dass im letzten Jahr allein 1000 Leerflüge von der Bereitschaft der Bundesregierung stattgefunden haben. Die fliegen Tag und Nacht um die Welt. Und wollen mir meinen Weg zur Arbeit abspenstig machen. Ich bin derjenige, der angeblich die Umwelt umbringt, die Zukunft der Menschheit gefährdet und. Leute, ihr habt so ein Brett vorm Kopf. Da wäre der Ansatz für Selbstreflexion. An der Stelle hättet ihr genug zu tun. Ja, hier ist vorhin im Vorfeld gesagt worden, Herr Klitschko ist gefragt worden, wie das so mit seinem Freiheitswillen ist und ob er denn auch bis an die Grenze gehen würde, das heißt, sein eigenes Leben dafür einsetzen. Nee, meint er denn doch nach reiflicher Überlegung, sein Leben wäre ihm schon irgendwie wichtig. Ist zu akzeptieren. Aber die gleichen Leute schicken immer neues Kanonenfutter ins Feld. Es sind schon zigtausende junge Männer, elendlich in Gräben, wie im Ersten Weltkrieg verreckt, nur mit anderen Waffen. All das wird irgendwann mal in der Geschichte aufgearbeitet werden. Und sie haben wirklich keine Möglichkeit, diese Geschichte irgendwie zurückzudrehen. Sie hetzen und drücken und machen und wollen mit aller Gewalt den Dritten Weltkrieg. Nun sind ja die ersten NATO-Panzer schon in Moskau eingetroffen. Anders allerdings, als sich die Herrschaften das vorgestellt haben. Und die nächste Eskalationsstufe ist ja heute gezündet worden. Die taktischen Atomwaffen ringsrum um das Kriegsgebiet sind zur Übung scharf gemacht worden, sind angetreten mit der, ohne das klar zu benennen, aber mit der Äußerung, dass wenn NATO-Truppen dort auftauchen, die nächste Eskalationsstufe gezündet wird. Politische Reaktion aus Deutschland, anderen europäischen Ländern, ja, das ist die wöchentliche Ankündigung von Atomwaffen. Das sind aber die gleichen Leute, die hier Atomkraftwerke abgeschaltet haben, weil die ja so gefährlich sind. Diese Leute haben aber keine Hemmung, uns in einen Atomkrieg zu ziehen. Ich sage das immer wieder, das kann man nicht oft genug und nicht deutlich genug sein. Und in Bezug auf die Wahlen muss man die Leute darauf hinweisen. Ja, das ist ja nur Brüssel, das ist ja da irgendwie, da haben wir ja nichts mit zu tun. Doch, genau da wird die Musik gemacht. Genau dort werden 95%
unsere Gesetze angerührt. Alles, was hier auf nationaler Ebene klemmt, was nicht funktioniert, wo sich keiner für vor die Tür stellen will und dann erklären, das sagen Sie, das hat ja Brüssel. Ja, das wird dort eingebracht, wird bearbeitet und wenn es durch ist, sollen die Leute sich mit Glück. Dass sie nicht so sehr erfolgreich sind, das haben Sie inzwischen selber mitbekommen, den Green Deal, der bröckelt. Green Deal nehmen Sie zurück aufgrund der Bauernproteste. Haben Sie den Bauern zwar so nicht zugestanden, weil es ja ein Sieg geworden wäre, aber Sie nehmen ihn zurück. Das ist die erste Branche in Deutschland, die sich oder in Europa, die sich erfolgreich gewehrt hat. Die nächsten, sage ich voraus, bei Strafe ihres Untergangs, werden die Autobauer sein. Die Chinesen liefern zum halben Preis alles, was ihr haben wollt. Jede Art von Auto, vom Kleinwagen bis zum größten Luxuskarosse. In aller Ausstattung, der ADAC hat bestätigt, dass die Karren zwar hier noch keinen Namen haben, aber mitunter deutlich bessere Werte bringen als unsere Autos. Und wenn sich das am Markt durchsetzt, ist das hier tot. Und das wird die nächste Branche sein, um nicht die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, unseren wichtigsten Industriezweig, zu gefährden, werden die sich gerade machen müssen. Auf Gedeih und Verderb. Sonst sitzen wir hier auf der Rutsche und es wird Konsequenzen haben, flächendeckend über das ganze Land. Irgendeiner sitzt mir hier quer. Ja, Wichtigkeit von Wahlen, wir haben das hier vorhin schon gehört, die Plakate, jeder nimmt das wahr, die Anzahl alleine ist eine Frechheit. Ich sagte, das wird nachher wieder weggeräumt, dann sind die alle, als wären die weggeschlossen. Warum sind die Politiker nicht dazu? Warum trauen die sich nicht? Soll es jetzt wirklich so sein, dass ein Zaun um Politiker gemacht wird, damit die sich auf die Straße trauen? Warum lassen die sich nicht sehen zu Veranstaltungen auf der Straße? Sie sind doch diejenigen, die all diese Proteste, die seit mehreren Jahren bundesweit laufen, durch Ignorieren, durch Falschmeldungen, durch Angreifen versucht haben, tot zu machen. Und? Haben Sie es geschafft? Nee, wir sind immer noch 12.000. Wir sind immer noch da und wir machen weiter. Und wir sind hier nicht wegzubringen. Dankeschön.